Na gut, dann kommt jetzt das schöne Level für ihn, wo er endlich die Rüstung tragen kann. So. Das heißt, Chitin-Rüstung, Chitin-Helm und ein Brustpanzer hat man auch irgendwo. Oder nicht? Ja, da. So. Jetzt hat er 44 Ausweichen und 30 Rüstung. Er hat mehr Rüstung als unser schwerer Rüstungträger, weil es halt Special-Ausrüstung ist, die wir durch Secrets gefunden haben. Aber ja, der Dieb dürfte sich jetzt gut behaupten können. So, die anderen Ledersachen werden mal auf die Magier verteilt. Die das ja später hoffentlich tragen können. Hunger hat er auch ein bisschen, aber nicht wirklich viel. So, jetzt müssen wir uns eigentlich mit der nächsten Krabbe anlegen. Genau mit dir. Und hier ist auch ein schöner Platz. Hier haben wir deinen Kumpel auch umgebracht. Also ich hätte jetzt echt gerne was zum Vergiften, wollte ich gerade sagen. Aber den Giftbolzen haben wir noch nicht richtig bei Gegnern ausprobiert, oder? Giftbolzen war so? Nein, das war der Schutz. Das war Giftbolzen. Der macht nur einmalig Schaden. Schade. Nee, dann bleib ich lieber bei meinem Blitzschlag. Der braucht nur eine Rune und dementsprechend nehme ich einfach mal an, dass er auch weniger Mana braucht. Weniger Mana ist immer gut bei solchen langen Kämpfen. Weil die halten ja echt tierisch was aus. Aber geben auch richtig schön viele Lebenspunkte. Kann man nicht sagen. Erfahrungspunkte, kann man nicht sagen. Gorn Level Up. Schön. Er kriegt jetzt Axt auf 5, damit er die Battle Axe benutzen kann. Hat 2 Punkte über. Rüstung werde ich jetzt wahrscheinlich nicht mehr erhöhen. Denn, wir können die schwere Rüstung ja tragen, alles andere sind nur kleine Boni. Da mache ich lieber mehr Schaden durch die Äxte. Weil bei 10 kriegt er jetzt halt eine Spezialattacke mit der Axt. Was haben wir hier noch? Nö. Jetzt kommt einfach alles stupide in Äxte. So, wir haben jetzt 27 Angriffskraft, 9 Zielsicherheit. 37 Angriffskraft, 9 Zielsicherheit. Schön. Und die Axt kann hier bleiben. Die Notiz behalten wir erstmal. Wie viele Lederhelme haben wir inzwischen? Nur 2. Gut, die können zu den Magiern. Einmal zu dir. Einmal zu dir. So, hier ging es im Kreis. Wo ging es hier lang? Ein einzelner Raum hinter einer Tür. Dann wird da irgendwo ein Zugang sein. Das können wir gleich mal gucken. Und hier sind wir auf der anderen Seite vom Einsturz. Na gut, also wenn hier nicht irgendwo ein Schalter versteckt ist, was ich nicht sehen kann, dann laufen wir jetzt mal kurz darum, darum und gucken da an die Wand. Weil das ist doch schon ziemlich offensichtlich da. Warum sollten sie sonst einen Raum dahin packen? Hier. Gegenlaufen bringt schon mal nichts. Fackel geht aus. Licht war so. Jo. Ah, Schalter. Und tada. Wieder ein billiges Secret. Ein Faustdolch. Das sieht sich doch eher nach einer... Nö, es zählt als Dolche. Angriffskraft 12, Speed 20. Okay, hat unser normaler Dolch auch, aber der hier hat mehr Angriffskraft. Okay, dann kann der hier bleiben. Also, da bleiben. Damit wir nicht denken, hier waren wir noch nicht. Oh, schön. Macht auch mal wieder mehr Schaden. Also, der Krieger eine neue Waffe, der Dieb eine neue Waffe. So kann das ruhig weitergehen. Das heißt, wir müssen jetzt da lang. Mir ist das echt ein bisschen zu schummerig, das Licht. Aber jetzt zurücklaufen, um die Fackeln einzusammeln, habe ich nicht wirklich Lust. Oh, noch eine Eisentür. Aber wenn wir unterwegs noch ein paar Fackeln finden, nehme ich die einfach mit. So, kaputt, kaputt. Und war die Schriftrolle schon vorher da oder nicht? Das hätte ich nachgucken sollen. Was steht darauf? Die
Thoraus Eisen sollen öffnen, wenn du dir die Zeit nimmst und in dem Platz ruhst, wo der Drachen hinblickt. Okay. Wir wissen, wo der Drache ist. Das ist auch kein wirklich schwieriges Rätsel. Also ich weiß, dass es hier einen Drachen gibt. Ich weiß nicht, wo er direkt auf der Karte ist, weil ich mal wieder nicht alles eingezeichnet habe. Aber er müsste eigentlich gleich kommen. Da. Also wenn wir hier schlafen, schlafen wir einfach mal. Ich höre kein Knirschen von Stein auf Stein in unseren Träumen. Aha, dafür träumen wir. Sie öffnen alle Tore und sorgen dafür, dass die Fallen zuschnappen. Es wäre einfach für sie, uns zu stoppen. Wer ist sie? Warum werden sie es nicht tun? Laufen wir in eine weitere von ihren Fallen? Sei vorsichtig. Also unser träumender Freund suggeriert, dass irgendjemand uns so weit kommen lässt, wie wir gerade kommen. Also wenn ich es richtig verstanden habe. Also es ist nicht wirklich unser Verdienst, dass wir weiterkommen, sondern wir unterliegen dem Wohlwollen von jemand anderem, der uns jederzeit umbringen könnte. Und unser träumender Freund weiß nicht, warum. Gut, ich weiß jetzt nicht, ob das die eine Eisentür geöffnet hat. Also schlafe ich jetzt einfach hier nochmal. Keine Ahnung, wie lange. Immer noch kein Klicken gehört, kein neuer Traum. Aber ich denke mal, die Träume kommen einfach jedes Mal, wenn man in einer neuen Ebene schläft. Und hier haben wir bisher noch nicht geschlafen, glaube ich. So. Na gut, gucken wir nach. Vielleicht sind sie offen. Ich denke mal, so weit weg, wie die ist, ja, hätten wir sie auch gar nicht knirschen gehört. Ah, ist immer noch zu. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Drachen. Was, glaube ich, eher weniger. Kaputt, kaputt. Nichts drin. Oh, in goldener Schrift. Verlassene Tunnel. Wer schreibt in goldener Schrift verlassene Tunnel? Oh. Kammer der Gruben. Und da geht's wohl irgendwie später weiter. Ich würde aber jetzt ganz gerne das Drachenrätsel lösen, bevor ich irgendwas anderes mache. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal zum... Wir gehen jetzt nochmal zum Drachen. Und was machen wir da? Wir haben da geschlafen, wo er genau stand. Und wir haben da geschlafen, wo er hinguckte. Wir haben hier und da noch nicht geschlafen, aber... Da stand auch ausruhen und nicht schlafen. Also Rest ist ja einfach nur ausruhen, nicht schlafen. Also wir müssen einfach nur uns irgendwo hinstellen und ganz lange warten. Wie bei dem Rätsel, wo wir in die Dämonenfratze starren mussten am Anfang. Jetzt ist nur die Frage, wie lange wir warten müssen. Und theoretisch müsste ich jetzt hier ein, zwei Minuten warten. Dann müsste ich mich vielleicht drehen, in eine Richtung gucken, da nochmal zwei Minuten warten. Und das dann auf allen vier Feldern wiederholen. Probieren wir mal hier. Hallo Drache. Wir ruhen uns aus. Ganz tolle. Wir machen nichts. Wir starren nicht nur an. Kein Knirschen. Nix. Hier vielleicht nochmal, weil hier irgendwas aufgehen könnte. Na gut, wenn das hier jetzt nicht klappt, dann gucke ich mir gleich nochmal die Notizrolle an. Nö. Die Tore aus Eisen sollen sich öffnen, wenn du dir die Zeit nimmst und ausruhst in dem Platz, wohin der Drache guckt. Also
Gaze ist eine andere Art von Gucken. Ich glaube, es ist Stieren. Also jemand so anfixieren. Der Drache guckt nach da. Wir können dich auch nicht verschieben, oder? Nee, wir können dich nur anstupsen. Also, was fixiert der Drache? Der Drache fixiert offensichtlich etwas in der Richtung. Und er wird nicht die Luftpartikelchen in diesem Raum und nicht die Luftpartikelchen in diesem Raum hier angucken, sondern das Ding. Was liegt dahinter? Dahinter liegen noch die beiden und ein Feld neben der Eisentür. Vielleicht kann der Drache ja durch Wände gucken. Also, es ist nur eine Statue, er kann nicht durch Wände gucken, aber vielleicht soll das Rätsel sagen, dass wir seinen Blick verfolgen sollen auf der Karte und da ausruhen, wo er hingucken würde, wenn er geradeaus durch die Wände gucken könnte. Und dass hier Fässer waren, ist ein gutes Zeichen. Also ausruhen scheint schon mal nicht zu bringen. Das heißt, ich warte noch ganz kurz und dann schlafe ich mal. Hier sind wir auch richtig, oder? Ja, der Drache würde hier hingucken. Schlafen wir mal. Auch wieder die Frage, wie lange wir schlafen müssen. Also ja, so leicht ist das Rätsel dann doch nicht, wie ich es mir gedacht hatte. Also ich dachte, ja, da wo der Drache hinblickt, einfach schlafen, das war's. Aber nee, Pustekuchen. So kann man sich irren. Nee, war's auch nicht. Ich will diese Eisentür haben. Kommen wir eigentlich sonst überhaupt irgendwo weiter? Ja, wir können jetzt hier in die anderen Gebiete gehen. Gut, gucken wir mal kurz hier rein. Das Gebiet hieß hier verlassene Tunnel. Hey, ein neuer Glücksstein. Schön, schön. Kommst zu unserem anderen. Keine Schalter. Eine Tür ohne Schloss. Und ein Schalter, wodurch bestimmt irgendwas uns in den Rücken fällt. Also speichern wir kurz ab. LP032. Und drücken den. Oh. Irgendwas klickert da. Was zur Hölle war das denn? Hä? Okay. Also. Hebel drücken, da lang schmeißen und die Tür durchgehen. Es gibt keinen Weg zurück. Danke, danke, lieber Schriftzug. Okay. Wenigstens ist hier nicht voller Gegner. Das hätte ich nicht sagen sollen, hm? Komm um die Ecke. So, die Tür könnten wir öffnen, aber das will ich nicht. Ich habe lieber nur einen Gang vor mir. So wie bei den Spinnen damals. Das war ja auch übel. Wenn man da einmal eine Verzweigung gegangen ist, wo man nicht alle Wege abgesichert hat, sind die einem gleich in den Rücken gefallen. Was haben wir hier? Das könnte ein kleiner Raum sein zum Schlafen. Oder noch ein Drache. Nächste Idee, die ich habe. Ja, ich habe lauter komische Ideen, die meistens nicht funktionieren. Also hier ist ein Drache. Den schreibe ich mal auf. Drache. Und der blickt hier lang auf dieser Ebene. Da ist ein Drache. Der blickt hier runter. Also würde ich mal da schlafen. Und gucken, was passiert. Was haben wir hier? Ein goldenen Schlüssel.
Also ornate heißt verschnörkelt. Aber er ist aus Gold. Also ist es jetzt ein goldener Schlüssel. Irgendwelche Schalter? Nö. Nur ein Hebel, der zu Gegenständen führt. Das muss doch eine Falle sein, oder? Ja, ich höre Stein auf Stein krieseln. Und das ist eine Abkürzung. Hm, na gut, nehmen wir das mal so mit. Ein Feuerpfeil. Schick. Und da hinten sind noch zwei Gegenstände, an die wir eigentlich auch irgendwie rankommen müssen. Das heißt, da muss irgendwo ein Versteck sein. Da lag der verschnörkelte Schlüssel drin. Hier sind wieder Kisten zum Kaputtmachen und nichts in den Kisten. Keinen Schalter an den Wänden. Fackel wird wieder eingesackt. Okay, also war ja wohl doch nur ein einziger Gegner. Das ist doch auch mal ganz nett. Sich nicht immer durch Monstermassen durchprügeln zu müssen. Oh, was haben wir hier? Ein Kriegshammer. Braucht Keulen. Keiner von uns benutzt Keulen. Also lasse ich es liegen. Die Hoffnung, dass wir einen Händler finden, habe ich irgendwie schon mal... Ich höre Stein auf Stein knirschen. Warum auch immer. Also die Hoffnung, dass wir einen Händler finden, habe ich schon hinter mir gelassen. Denn wenn wir einen Händler finden sollten, müssten wir sowieso so viele Level zurücklaufen und alle Sachen einsammeln. Das ist nicht mehr lustig. Und dann macht es auch keinen Unterschied, ob wir... Ich höre nochmal Stein knirschen. Das ist auch nicht lustig. Oh. Das könnte übel werden. Der erste Tod mit einem Schlag. Und der trägt unsere schwere Rüstung. Das ist echt lächerlich manchmal. So, nicht in eine Ecke drängen lassen. Blaue Kristalle. Ah. Blaue Kristalle suchen. Nicht in eine Ecke drängen lassen. So, Ausgang, Ausgang, Ausgang. Aha. Achso, wir müssen da oben raus. Da oben sind immer die ganzen Gegner. Genau. Die. Ah. Ja, ich habe das Gefühl, das wird nichts. Kommen wir hier irgendwie zurück? Oh, ich sehe einen blauen Schimmer. Gut, gut. Verlassene Tunnel sind nicht ganz so verlassen, wie wir dachten. Und der verschnörkelte Schlüssel wird hierfür sein. Wir brauchen einen zweiten und das war es dann auch schon hier. Aber gut, wir konnten den Monstermassen entkommen. Das ist sehr gut. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass keiner von den Türen öffnen kann. Und da ist der blaue Kristall. Schöner Abschluss für die Folge. Also, wir sehen uns nächste Folge wieder. Dann versuchen wir mal, dieses Drachenrätsel endgültig zu lösen. Also bis gleich. Noch abspeichern. LP 033. So, jetzt aber bis gleich.